Hallöchen, ja, Loot Chest Unboxing. Heute mal mit zwei Special Gästen. Meine zwei Mädels wollten heute mal mitmachen. Sagt mal hallo. 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 Ja, die werden mir mal so ein bisschen helfen. Wir machen das Ganze einfach mal. Das ist übrigens Februar 2016, aber es lest er. Das passt natürlich zu Papa. Bin wahrscheinlich einer der wenigen, der Simpsons und auch Family Guy Fan ist. Für die Kinder ist das eigentlich nichts, aber schönes Glas. Was sagt ihr? Auch schön. Auch schön. Schick. Booklet gucken wir uns später an. Ja, das könnt ihr mal auspacken, einer von euch. Hier, das kann der andere auspacken. Was haben wir hier? Eine Batman Sportdose. Auch eine, die man öffnen kann. Also keine, die man kaputt machen muss. Kannst du mehr, soll ich da reinmachen? Nö, lass liegen. Dann hatten wir eine Flametrooper Sammelmünze. Echt schwer. Die sieht so aus. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Werden wir danach am Booklet sehen. Dann haben wir Süßigkeiten. Die machen wir jetzt nicht auf. Was sind das für Süßigkeiten? Pop Rocks sind das. Da ist so ein Lolli drin, das steckst du dir im Mund, machst den nass, steckst den da rein und dann knistert das im Mund. Machen wir aber gleich und fertig sind, okay? Ja, aber wir haben doch keine Lollis. Die sind doch da drin, du Pfeife. Ein T-Shirt, was jetzt im ersten Moment ziemlich geil aussieht. Oh, Deadpool. Den werde ich mir heute Abend reinziehen, den Film Deadpool. Yeah, genau mein Stil. Weiß. Das ist von Mad Max. Schön kuschelig. Yeah. Haben die eine neue Firma? Nee. Geil, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Genau mein Ding so. Wir haben einen Comic von Deadpool. Ist leider auch nichts für die Kinder. Deadpool ist ein bisschen zu krank. Aber ich hab ja schon mal geguckt. Nee, das hast du noch nicht geguckt. Ich hab die noch nicht in die Werbung gesehen. Dann haben wir Mittelerde, also Herr der Ringe, eine Postkarte. Was sagt ihr? Die ist cool. Die ist cool. Aua. Und ein Buch. Ich schmeiß das mal weg. Hallo. Hallo. Wo ist denn mein Messer? Das sieht mir nach Assassin's Creed aus. Haufenweise Müll hier überall. Oh, was ist denn das? Das ist gut. Aha. Ein sehr geil gemachtes Buch, ohne Scheiß. Das ist richtig krass. Richtig krass illustriert und sowas. Also, das ist es kein 0815. Druck. Wir gucken mal nach dem Originalpreis. Warte mal, ich hab da gerade eben was gesehen. Ja, warte. Ich will mal kurz was gucken. Hier steht der Preis. 39,90. Solche Bücher sind immer nicht billig. Wir machen das mal eben drum. So, was hast du denn gesehen hier? Hier sind überall solche Zettelchen drinnen wieder. Das ist wie bei dem Piratenbuch, was wir haben. Ist ja auch von Assassin's Creed. Hier sind überall Briefe drin, Schatz. Da brauchen wir jetzt. Kannst du dir gleich in Ruhe angucken, okay? So, dann gucken wir mal noch schnell ins Booklet. Also wie gesagt, das T-Shirt finde ich richtig geil. Richtig stark. T-Shirt wie immer 14,95. Das Glas. 9,95 €, die Sammelmünze 5,95 €, die Sportdose 7,95 €, 2 € für die Postkarte, das ist immer, die Preise sind manchmal krass. Das war wieder gratis, die Süßigkeiten, und wie es auch hinten drauf steht, das Buch, ihr habt da wieder einen Rabattcode. Das Buch, wie es auch hinten drauf stand,
39,90. Wie immer ein bisschen Werbung von den Rocket Beans. Vorne so ein paar Sachen zum Lesen, die ich aber nicht lese. Ja, das soll soweit gewesen sein. Heute mal ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen chaotischer. Aber egal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und... Tschüss.